Ja, Darmspiegelung ist natürlich ganz wichtig, vor allem im Rahmen der Krebsvorsorge. Also jeder Mann ab 50, jede Frau ab 55 sollte zu einer Darmspiegelung kommen. Der Eingriff selber, ja, da besteht so ein bisschen Vorbereitungsbedarf. Also man sollte ein paar Tage bis eine Woche vorher nichts Körniges essen oder, wie ich auch gerne sage, nichts, was gesund ist, also nichts, was ballaststoffreich ist. Und dann muss man am Tag vorher eine zugegebenermaßen nicht ganz so leckere Lösung trinken, aber das entschädigt, wenn man das schafft, dann wird der Darm sauber. Das ist wichtig, dass am Tag der Untersuchung sozusagen kein Stuhlgang mehr da ist, sondern Flüssigkeit rauskommt, die möglichst klar ist. Dann würden Sie in die Endoskopie kommen und wenn Sie möchten, was zur Beruhigung bekommen, ein Schlafmittel. Wenn Sie das nicht möchten, kann man das auch tatsächlich wach machen. Und man würde sich auf die linke Seite drehen, würde mit dem Endoskop sich den ganzen Dickdarm angucken, in ja, einer Viertelstunde bis halbe Stunde, je nach Bauart des Patienten, nach Anatomie, könnte sich auch einen kleinen Teil des Dünndarms angucken. Und das Schöne ist, wenn man irgendwas Auffälliges sieht, Polypen, also so Ausstülpungen aus dem Darm, die mal sich bösartig verändern können, könnte man die auch gleich in der Endoskopie abtragen. Und danach dürften Sie in Ruhe aufwachen, 12 Stunden nicht am Verkehr teilnehmen, aber ansonsten alles essen und trinken, außer es wurde irgendwas Größeres gemacht. Aber ansonsten das Leben weiterleben wie vorher.